Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wie einige von Ihnen sicherlich wissen, bin ich selber ausgebildeter Lehrer für die Fächer Englisch und Sozialwissenschaften für die Sekundarstufen 1 und 2, wobei ich 2004 die erste Phase der Ausbildung an der Uni Münster abgeschlossen habe. Damals gab es noch die klassische Aufteilung in ein Grund- und Hauptstudium und darin eingefügt ein sogenanntes Tages- und Blockpraktikum in einer Schule. Ersteres dauerte im Grundstudium genau eine Woche, während das zweite Praktikum im Hauptstudium immerhin 4 Wochen in Anspruch nahm. Zu verfassen gab es dann jeweils einen Praktikumsbericht, in dem dann das eine oder andere Unterrichtsprojekt analysiert wurde. Damit war dann der Praxisteil im Studium für mich als angehender Lehrer beendet. Zu wenig, wie ich später im Referendariat feststellen musste. In den letzten Jahren wurde die Lehrerausbildung weiter den gesellschaftlichen Bedingungen angepasst. Vorhin wurde Digitalisierung genannt, aber auch sprachliche Heterogenität in der Schülerschaft oder Inklusion gehören dazu. Dabei wurde auch der Praxisteil für die Lernstudierenden seit 2009 deutlich erhöht. Neben dem neu strukturierten Orientierungspraktikum und dem Berufsfeldpraktikum in der Bachelorphase spielte das Praxissemester, welches im zweiten oder dritten Semester des Masterstudiums absolviert wird, eine bedeutende Rolle. Zentraler Lernort in diesem besonderen Semester ist der zukünftige Berufsort Schule, an dem die meiste Zeit in der fünfmonatigen Praktikumsphase verbracht wird. Hier sollen die Studierenden pädagogische und fachliche Fragestellungen in Form von Projekten und begleiteten Unterrichtsvorhaben reflektieren und vor allem sich ausprobieren. In einer jüngsten Evaluation des Praxissemesters bei den beteiligten Institutionen der Lehrerbildung und den Studierenden selbst ergab sich eine hohe Zufriedenheit mit der Durchführung und vor allen Dingen auch mit dem Erfahrungsgewinn. Der Antrag der Piratenfraktion zum Praxissemester erweckt den Eindruck, als ob diese Praktikumsphasen einzeln voneinander getrennt stünden und die Hochschulen, Schulen und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung nicht aufeinander abgestimmt arbeiten würden. Gespräche mit den Zentren für Lehrerbildung zeigten mir, dass diese Zusammenarbeit weitgehend gut läuft, was nicht ausschließt, dass sich die Vermittlung von wohnortnahen Praktikumsplätzen in Einzelfällen schwierig gestalten kann. Hier sind die Hochschulen und die Bezirksregierung immer dran, den Betroffenen zu helfen. Die Forderung nach einer Entlohnung des Praxissemesters kann ich nicht nachvollziehen, zumal im Praxissemester weder bedarfsdeckender Unterricht wie im Referendariat stattfindet, noch die Studierenden hier schon komplette Aufgaben von ausgebildeten Lehrkräften übernehmen. Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist der Vorwurf, mit der Verkürzung des Referendariats habe das Land einfach Sparmaßnahmen durchgeführt. Wer die Diskussion um die Reform der Lehrerausbildung hier im Landtag verfolgt hat, weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Dieser Vorwurf übersieht, dass durch die Erweiterung der Praxisphasen im Lehramtsstudium an den Hochschulen Zentren für Lehrerbildung mit dementsprechendem Personal entstanden sind, die bis 2021 weiter ausgebaut werden. Ebenso die zusätzlichen Aufgaben und Ausbildungsstellen für die Förderpädagogik. Auch die Schulen werden für die Betreuung dieser Studierenden pro Halbjahr mit Stundenanteilen entlastet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Piratenfraktion stellt ein verzerrtes Bild der Lehrerausbildung in unserem Land dar, dem wir als grüne Fraktion so nicht zustimmen können. Ich freue mich trotzdem auf eine angemessene und anregende Diskussion im Ausschuss zu diesem wichtigen Thema. Der Überweisung in den Ausschuss stimmen wir natürlich zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Baas, für die FDP-Fraktion.